Sonnenblumenfelder, Staffelei, Strohhut, da war doch was. Genau, Van Gogh. Seit 2 Jahrzehnten ergründet Wolfgang Müller das Genie, auch in der Malerei. Allerdings, schnödes Kopieren befriedigt einen echten Müller nicht. Natürlich nicht, nein, ich mache eine komplette Neuschöpfung, weil es gibt ja von allen Dingen neue Auflagen und so weiter. Und ich will Vincent komplett neu schaffen, mit meiner Vorstellung, mit meinen Gefühlen, mit meiner Leidenschaft, weil er für mich der menschennächste Maler ist, der das die Welt und sich und seine Vorstellungen so ehrlich malt, wie ich es auch gerne möchte und auch so empfinde. Gelernt hat der Duisburger mal Kranführer. So wie seine 7 Brüder sollte er einen normalen Beruf ausüben. Dabei ist Müller hochbegabt. Mit 20 brachte er sich Klavierspielen bei. Mit 25 war er arbeitslos und sollte umschulen. Die Umschulung war zum Lageristen. Das Thema war, dass ein Praktikum da drin enthalten war. Und das Praktikum war in einer Galerie. So, und von der Galerie aus habe ich keine Lust gehabt, ständig auf den Galeristen zu warten. Und ich bin selber dann in den Verkaufsraum gegangen und habe geguckt, was da so alles gibt. Und da bin ich dann eben auf Vincent gestoßen. Er kam mir wie eine Offenbarung. 3 Jahre übte er mit Pinsel und Farben. Seither malt er Van Gogh. Alle Van Goghs, die es gibt. Nach Vorlage oder aus dem Kopf. Dem Original sehen sie täuschend ähnlich, nur Müllers Bilder sind doppelt so groß. Aus dem einfachen Grund, seine Motive, der hat viele Bilder in 30x40 cm gemalt, und weil er natürlich auch wenig Geld hatte, für die Bilder größer zu malen. Und ich bin der Meinung, dass die Bilder viel mehr atmen müssen, viel mehr Größe und Raum brauchen für die vielen schönen Details in seinen Bildern. Van Gogh, das Original, brauchte 10 Jahre für sein Werk. Müller bisher 16. Bei seinem Farbenhändler bekommt er längst Mengenrabatt. Das sind jetzt hier die Kartoffelesser. Vincents berühmtestes Meisterbild. Das ist die Brücke, La Noire. 3 Varianten gibt es davon. Und es sind insgesamt 875 Bilder von Vincent. Und ich habe jetzt ca. 620 Bilder. Und 280 oder sowas muss ich noch schleppen. Und das werde ich in 2 Jahren auch, denke ich, schaffen. Ein bisschen verrückt ist das schon. Es ist ja auch verrückt. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ich bin quasi in meinem Tun verrückt. Also verrückt wie ein Stuhl verrückt. Aber ich werde es schon wieder zurückschieben. Sein Atelier ist am Wochenende für Besucher geöffnet. Wer genau hinschaut, entdeckt überall Van Gogh. Müller braucht die Atmosphäre zum rastlosen Arbeiten. Ein Getriebener, wie einst Van Gogh. Übrigens, ein Van Müller verkauft der Künstler höchst ungern. Höchstens, wenn er Geld für neue Farben braucht. Wenn ich immer verkaufen würde, müsste ich immer doppelt malen, dann würde ich ja mein Gesamtwerk nicht schaffen. Ich möchte gerne, dass die Bilder im Gesamten zu sehen sind, was Vincent geschafft hat. Das ist schon mein Ziel. Nur nicht in ein Gebäude, das werde ich wohl nicht schaffen. Eines schafft er ganz bestimmt, einen Eintrag ins Guinness-Buch der Rekorde. Als Maler mit den meisten Van Gogh-Interpretationen.